habe gerade mit Gallio. Ich habe gerade mit Gallio Midlane. Yes. Mit Gallio Midlane. Könntest du dich zuerst würfeln, dann in deine Champion-Page nachschauen, welcher Champ es geworden ist und dann dementsprechend queuen. Wenn wir Braum finden, dann spielen wir Braum Mitte. Und da sollen sie mal gucken, was sie dagegen machen, die Gegner. Bis du mal einen richtig beschissenen Champ würfelst. Was war denn das Schlechteste, was wir bis jetzt hatten? Wahrscheinlich Teemo. Teemo war, glaube ich, das Schlechteste, was wir bisher hatten. Wir hatten auch Midlane-Kog'Maw, aber das lief eigentlich auch ziemlich gut, das Game, muss ich sagen. Aber wir hatten, also so richtig schlimme Sachen hatten wir noch nicht. So, was ist denn schlimm? Das Schlimmste, was du bekommen kannst, ist Yuumi, logischerweise. Wenn du Yuumi Midlane oder Toplane spielen musst, da kannst du auch AFK gehen, glaube ich. Jenner-Mitte, zum Beispiel Jenner-Mitte. Das ist ein Pick, der ist tatsächlich nicht schlecht, Jenner-Mitte. Ist Yuumi dann von der Würfelqueue ausgeschlossen? Nö, aber ich habe auf dem Account nicht alle Champions. Aber wir haben King Yorick, was der wohl spielt auf der oberen Linie. Jetzt muss er erstmal würfeln hier, ne? 29 ist es diesmal. Gucken wir mal kurz. Heimerdinger. Der gute alte Heimerdinger, ja. Das ist halt so ein Pick, den wir ständig spielen. Ich weiß nicht, ob ich den rerollen soll. Weil wir den einfach halt immer spielen. Aber vielleicht machen wir bei Picks, die wir immer spielen, einfach plus 1 und picken dann die Laue Mitte. Reroll, alle für Reroll. Alles klar, dann rerollen wir mal. Dann hat gewonnen. 24. 24 ist... Katarit... Ne, halt. Gallio! Oh Gott, ist das der genervte Gallio? Ist das nicht der genervte Gallio, der nicht mehr mit seinem W flashen kann? Ich glaube, das ist der genervte Gallio, der nicht mehr mit seinem W flashen kann. Der jetzt der schlechteste Champion im gesamten Game ist, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, er ist jetzt der schlechteste Champ im gesamten Game. Aber auch der kann funktionieren, ne? Logischerweise. Weil die Gegner vielleicht einfach nicht wissen, was er macht. Warum haben die das rausgenommen? Es hat doch eh niemand mehr Gallio gespielt. Warum würde man dem seine einzige Daseinsberechtigung wegnehmen? So OP in Pro-Play. Nicht ein einziger Spieler hat im Pro-Play Gallio gespielt. Oh mein Gott, das ist actually Midlane Vel'Koz. Das ist fucking Azap. It is Azap gegen Potato for you. Nicht mal Support haben sie ihn gespielt, oder? Also es gab eine Phase, aber das ist auch schon wieder weggebrochen dann. Nidus spielt auch Würfel Q. Nee, das ist ein Cutter-OTP. Der ist super, super gut auf dem Scheiß, leider. Wir hatten den auch schon. Der hat uns 1v9 gecarried mit seiner Cutter-Jungle tatsächlich schon einmal. Haben die wenigstens irgendwas gebufft dafür, dass sie ihn getötet haben? Oder nicht? Die müssen doch da irgendwas gebufft haben an denen, wenn die seine einzige Mechanik, die irgendwas macht, wegnehmen. Ich habe so das Gefühl, mein Passiv-Hit ist öfter ab. Aber da könnte ich mich irren. Cool. Alter, ich glaube, das wird auch... Ich weiß schon, warum das der schlechteste Champ aktuell im gesamten Game sein soll, der Kollege Gallio. Du kannst nicht pushen, du kannst nicht traden, du machst kein Damage, du hast kein CC, deine Ulti ist ultra clunky. Alter! Useless Stück, der Champ. Absolut useless. Holy shit, ist das useless. Ich kann mich ja gar nicht beruhigen, Was haben die nur mit diesem Champion gemacht? Der war nicht gut. Keiner hat den gespielt. Warum? Vielleicht sieht Riot das als Buff an. Weil alles, was ich machen kann, ist ab und zu diesen Tornado werfen und hoffen, dass ich einen Last Hit bekomme. Und der hat sogar einen super hohen Cooldown, dieser komische Tornado. So, jetzt einmal kurz back to base hier und schauen, was wir noch machen können. Wir werden halt sehr, sehr weit im Farm zurückfallen. Wir müssen dann einfach irgendwie später... Ich weiß halt nicht, was wir machen. Was sollen wir denn nur machen mit diesem Champion? Na, jetzt gucken wir mal, was wir hier machen können. Man spielt ihn noch genauso wie davor, aber, oder? Also einfach mit Protobelt und so einem Kram. Alter. Der weiß halt, glaube ich, noch nicht mal, dass das nicht mehr geht. Ich hab grad mit Gallio Midlane Azap solo-killed. Solo-killed. Mit Gallio Midlane habe ich ihn solo-killed. Durch beide Sams durch. Woo!
Holy shit. Easy peasy, ey. Jetzt gucken wir mal, was wir in Mitte machen können. Ja, das 10-mal Ignite. Ich hab den, der war von Anfang an ignited, schon hier. Das war der letzte Tick vom Ignite, der ihn getötet hat. Sag mal, da war der letzte Tick vom Ignite. Nicht der erste, der letzte. Nice, nice! Galileo, Galileo! Und die Menge schreit. Perfekt. Wir haben uns zurückgearbeitet, es war hart. Champ ist natürlich bärenstark, ne? Lasst euch da nichts sagen. Wenn ihr Galio OTP seid, spielt ihn weiter. Am besten, wenn ihr in meinem Gegnerteam seid. Ne? Super guter Champ, bitte weiterzocken. Und wir werden es holen. Ne? Wir werden es holen. Wir haben keinen Farm, wir haben keine Items. Wir haben natürlich hier ein Dings, eine Bounty auf dem Kopf. Logischerweise. Na, die Katharina hat schon ein bisschen Angst vor uns, habe ich das Gefühl, so wie die uns campt, aber ne? Es könnte auch einfach sein, dass sie denkt, wir sind ein Freekill. Ne? Ich würde sagen, das ist alles Angst. Oh! Ich hab den in der Luft interrupted! Mit meinem Galio! Leute, ich hab die Yumi interrupted! Der beste Galio-Spieler auf dem Server, weil ich der Einzige bin. Aber trotzdem der Beste deswegen. Aha. That's fucking right. Okay. Immer noch komplett useless. Okay. Das ist not too bad. Warum hatest du so gegen Galio? Das ist ja erwiesenermaßen der schlechteste Champ aktuell. Der hat seit dem Nerf die niedrigste Win-Ratio und die niedrigste Pick-Ratio von allen Champions, seit sie den genervt haben. Und keiner weiß, warum sie ihn genervt haben. Weil, naja, der hat halt keinen Nerf gebraucht, ne? Also es versteht halt keiner, warum sie ihn genervt haben, weil der keinen Nerf gebraucht hat. Nice. Okay, das war gut. Ja, wie stark der Yorick ist, ne? Damn, son. So, weil das Kit ist halt so, du kannst jetzt dein W nicht mehr einflashen, ne? Das war das Einzige, was er hatte. Die Ulti ist zwar eine Long-Range-Ulti, hat aber einen insane hohen Cooldown und hat eine Channel-Time, die in unserer aktuellen Zeit der Hypermobilität jedem Champion die Möglichkeit geben, super easy die Ulti zu verlassen. Also es gibt eigentlich kaum einen Champion, der von der Ult getroffen werden kann. Dann ist ja erwiesen, dass der Champion jetzt nicht mehr so geil ist, ne? Ich meine, ist aber cool, dass wir mal so einen Champion bei der Würfel-Queue kriegen. Wäre ja schade, wenn wir immer nur gute kriegen würden. Nice. Leider noch kein Nest, der ab ist. Okay, ich sollte vielleicht nicht so viel haten, weil eigentlich sind wir ja super im Game, ne? Also jetzt mal ehrlich gesagt. Ich meine, eigentlich sind wir halt super gut im Game, ne? Eine Ewigkeit später. Nice, der ist wirklich get-int, der. Actually gewinnen wir gerade. Wenn ich jetzt der erste Spieler auf EU West bin, der seit dem Rework ein Game auf Galio gewinnt, stell ich das mal vor. Stell dir mal vor, wir sind die Nummer 1. Der erste Sieger mit Galio in EU West seit dem Nerf. Auch der erste Spieler. Aber stellt euch das vor. Die Galio-Community würde zu mir aufschauen. Der Mann, der den Nerf gebändigt hat. Ah, shit. Ich krieg keinen Last Hit. Okay, das war Double TP mit Yumi-Bombe war das, was da kam. So, wir brauchen jetzt als nächstes unbedingt unsere Sonjas hier, ne, damit wir unsere super starken Assault hier vom gegnerischen Team weiter fortführen können. Okay, King Yorick mit dem Long-Range-TP, super. Das sah jetzt tendenziell so mittel aus, muss ich sagen. Okay. We need to be grouped. Jetzt können wir kurz unten rauspushen, dann können wir uns unser Sonjas nehmen als nächstes.
Können wir gewinnen, oder? I think we actually won. Holy shit. Wir haben gewonnen. Galio war der Pick hier. Na? Galio war der Pick, der die Gegner einfach zu confident gemacht hat ins Game. Die Illusion vom Sieg. Bärenstark. Bärenstarker Pick, ey. Danke. Vielen, vielen Dank, Würfelcure. Schon wieder warst du richtig. Boah, und hoffentlich jetzt nie wieder Galio, ey. Fuck, das ist ein Champion.